Freunde, gerne gebe ich euch ein weiteres Inputchen zu psychospiritueller Entwicklung, beziehungsweise natürlich auch jetzt zu Schattenarbeit, weil ich möchte über etwas reden, was wir sehr oft in den Mund nehmen, ja, im Volksmunde, aber wahrscheinlich gar nicht begreifen, was für ein Prozess abgeht, wenn wir sagen, dass uns etwas nervt. Ja? Und da sagen wir ständig, ich weiß nicht, ich lebe ja hier in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wir sagen das ständig, ja. Es nervt mich, wenn, oder du nervst mich, oder es nervt mich, oder was auch immer. Ja. Und man kann das gut beobachten, ja. Also wenn man da ein wenig feinfühlig wird und da sich ein wenig selbst beobachtet und auch andere beobachtet und guckt, was passiert mit dem Mensch, wenn er sagt oder sie sagt, es nervt mich oder das nervt mich, dann kommt man diesem inneren Prozess oder dieser Ursache immer näher, was denn passiert mit diesem, dass einen nervt und wie man damit umgehen kann und wie man das im besten Falle lösen kann. Ja? Weil was passiert, wenn wir sagen, es nervt uns? Ja? Der Nerv ist etwas, was etwas auslöst, ja. Der Nerv ist eine Kommunikationsbahn in unserem Körper, der gewisse Dinge auslöst. Ja? Zum Beispiel das Gehirn sagt dann irgendwie, du musst jetzt, der Magen sagt es, du musst jetzt Hunger auslösen oder sowas. Ja, jetzt ganz platt gesagt, das ist halb wahr, aber ist egal. Es ist einfach eine Kommunikationsbahn. Ja? Und wenn wir sagen, etwas nervt uns, dann spüren wir, dass dieser Nerv eigentlich triggert, je nachdem, was es gerade ist und welcher Nerv gerade getriggert wird, dann spüren wir, dass dieser Nerv aktiv wird. Ja? Oder dass die Nerven aktiv werden, das zentrale Nervensystem aktiv wird. Das heißt, es wechselt in einen sogenannten sympathischen Modus, das heißt einen aktiven Modus. Weil wir sagen ja fast nie mit einem emotionalen Tonus von es nervt mich oder oh, das nervt mich jetzt aber oder oh, das nervt mich, ja. Wir sagen das ja nie eigentlich so, ja, wir sagen entweder es nervt mich oder dass der das so macht, das nervt mich so, ja, und dann bekommt man einen roten Kopf und so und alles, ja, man merkt dann, es wird alles aktiviert im eigenen Körper. Das heißt, es ist ein aktiver Vorgang. Und was passiert eigentlich, will uns unser Organismus dadurch sagen, tu etwas. Ja? Das heißt, ich meine, ich kenne es im Moment gerade ganz gut. Zum Beispiel, wenn du irgendwo wohnst oder irgendwo arbeitest oder weiß nicht was und du bist dir gewisse Dinge gewohnt, ich sag mal, ihr habt eine Küche in irgendwie der Arbeitskantine oder so etwas und ihr seid selbst dafür verantwortlich, dass die ordentlich aussieht. Und du bist zum Beispiel ein sehr ordentlicher Mensch und jemand, der jetzt neu dazugekommen ist und dort arbeitet, ist das nicht. Ja? Und dann lässt der oder die vielleicht ständig etwas liegen oder putzt nicht richtig oder putzt überhaupt nicht oder wie auch immer. Ja? Und dann nervt einen das, weil wir uns so gewohnt sind, dass das so stimmig ist. Ja? Und da gibt es natürlich hier in diesem Beispiel zweierlei, dass man angucken darf, bin ich einfach zu perfektionistisch oder bin ich einfach zu fimmelig, zu putzfimmelig. Ja, aber der Impuls bleibt, der Impuls ist ein aktiver, tu etwas, ja, geh dieses Problem an, es nervt mich, also der Nerv zündet, wird aktiv und sagt und will uns in Aktion versetzen, ja, die Frage ist, was soll man denn dann tun, ja, das ist die große Frage, das muss man sich dann wie selbst fragen, muss man selbst herausfinden, was ist es denn, dass ich tun sollte? Sollte ich in dem Sinn tun, dass ich eben meine Gewohnheitsmuster angucke und da schaue, bin ich jetzt irgendwie so putzfimmelig oder ist es irgendwie, ist es doch der andere, dass der auch mal was lernen darf? Ja? Auf jeden Fall sagt uns der Organismus und das System, dass wir etwas tun sollten. Und wahrscheinlich hat es auch, wenn es immer wieder auftritt, wahrscheinlich auch mit einer Grundveranlagung zu tun. Ja, wenn man zum Beispiel horoskopisch das anschaut, da kann man die Anlagen anschauen. Und wenn man jetzt, wie zum Beispiel ich, bei der Kommunikation
eine Selbstbehauptungsanlage habe, das heißt, ich muss mich meiner Kommunikation lernen zu behaupten und anzusprechen, direkt anzusprechen Dinge, dann wird das in gewissen Situationen, wo das sehr wichtig wäre als Lernschritt für mich, wird das dann eben so stark zünden, ja, dieser Sympathikus, dieser Nerv, dieses zentrale Nervensystem. Und dann muss man sich eben fragen, was kann ich jetzt tun? Ja? Mit wem muss ich jetzt reden, dass ich das in dem Sinn lernen kann? Oder was muss ich mit mir lernen? Was muss vielleicht der andere Mensch auch noch lernen? Und darum triggert mich das so stark mit dem Menschen und nur mit dem, ja? Mit sonst vielleicht anderen vielleicht nicht so, aber mit dem triggert mich das total. Und dann hat es irgendwie eine Verbindung, ja? Dass man wahrscheinlich beide irgendwie was lernen kann und voneinander mitnehmen kann. Und das ist dann der Trick, dass man da hinschaut und herausfindet, was ist es denn genau, dass wir voneinander lernen können. Ja, dass eben jeder seinen Schatten anzuschauen vermag. Mein Schatten ist es dann, dass ich sage, es nervt mich und ich tue aber nichts. Ja, und dann ist mein Schatten dieses Aggressionsthema, dieser Aggressionsschatten, der eigentlich aktiv werden will. Aggression ist aktiv werden, vorausgehen, ja, Direktheit. Und all das, ja. Und während der andere dann vielleicht einen Schatten hat von fehlender Ordnung im Leben oder fehlender Halt im Leben oder ich weiß nicht was, ja. Und deswegen deswegen manifestiert sich das so, dass dieser Mensch kaum Ordnung halten kann zum Beispiel, ja. Und das ist extrem wichtig, dass man das anguckt, ja. Und verstehe mich nicht falsch, es fällt mir auch schwer, ja. Es fällt jedem Menschen schwer, solche Sachen anzugehen. Aber wenn du merkst, dass du ständig sagst, es nervt mich, dann guck da genauer hin. Und spür nach oder denk darüber nach, wie auch immer, was du lieber machst. Oder schreib's mal auf, was nervt mich denn? Stell dir mal die Frage, was nervt mich denn genau? Und das kann gut sein, dass du erst einmal runterkommen musst, erst einmal dich entspannen musst, erst einmal vielleicht weggehen musst, erst einmal in die Stille gehen musst, um herauszufinden, was hat mich denn genau gestört? Was nervt mich denn? Oder in welche Aktion will mich eigentlich dieses Aktivwerden hinbringen? Ja? Aber ich mich dann weigere und lieber mich selbst nerve, weil es ist ja nicht so, dass dieses Ding uns wirklich nervt. Ja? Sondern das Problem ist nur, wir sagen, es nervt mich, weil wir uns eben blockieren. Ja? Wenn ich merke, etwas nervt mich und ich würde es sofort ansprechen, dann wäre der Impuls weg, die Energie wäre wieder im Fluss, alles wäre wieder okay. Ja? Es ist angesprochen, es ist in den Kreislauf eingegangen. Ja, der Fluss ist bewahrt, gewahrt. Hingegen, wenn ich eben dann merke, das nervt mich aber und eigentlich wollte ich das ansprechen mit diesem Menschen, aber ich tue es nicht, dann blockiert die Energie. Und dann nervt es mich, dann richte ich diesen aktiven Impuls, diese Aggression, diese Energie nicht nach außen in eine Problemlösung, sondern ich richte sie gegen mich. Ja? Und dann nerve ich mich. Oder es bringt mich dazu, dass ich mich nerve. Ich gehe mir selbst auf die Nerven. Und dann merkt man vielleicht auch, wenn man da ein bisschen feinfühliger wird, wie zum Beispiel dann das ganze Nervensystem anfängt zu kribbeln und heiß zu werden. Also ich merke das so. Wenn ich merke, ich komme in diese Selbstaggression, in diese Autoaggression, dann fängt an, mein Nervensystem zu reagieren und ich spüre das. Es wird dann warm, ja, und ich merke, eigentlich nervt mich das und ich will das. Ja. Ja, und dann merke ich, da ist was. Ja. Genau, mal so weit, so gut. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, beobachtet euch da mal. Schreibt gerne mal einen ganzen Tag auf, was nervt euch alles. Und dann schreibt die Situation ganz genau auf. Was ist passiert, was war der Auslöser, dass es euch nervt. Und dann ziemlich sicher ist, dort etwas anzugehen, wo es angefangen hat, euch zu nerven. Ja, und das ist vielleicht schwierig herauszufinden, wenn euch etwas schon so lange nervt, ja, den ursprünglichen Auslöser noch zu finden. Aber meine, wenn dich alles am Job nervt, dann ist schon mal irgendwie klar, dass der Job irgendwie vielleicht nicht so gut ist. Aber auch dann ist es
interessant herauszufinden, was genau nervt mich denn am Job? Ist es immer der gleiche Mensch, wenn der kommt oder die kommt, dann fängt es mich an zu nerven? Oder ist es nur ein gewisser Arbeitsprozess, der mich nervt? Was ist es denn genau? Ja? Und da kommt man schon diesem Schatten auch näher. Ja? Diesem Schattenanteil, der eben scheinbar nicht gesehen werden will. Ja? Genau. Und wenn euch das was gebracht hat, dann sagt es mir gerne, schreibt es mir in die Kommentare oder ja, schreibt mir persönlich. Ja, also das heißt entweder über Instagram oder wenn ihr dann wirklich interessiert seid an einer Begleitung und einer inneren Wandlung, einer radikalen inneren Wandlung im Sinne von Schattenarbeit, dann meldet euch gerne per E-Mail oder macht einen Termin oder wie auch immer. Oder guckt euch auf meiner Homepage mal um, was ihr da so findet. Oder schaut den Podcast an zu Schattenarbeit, was auch immer. Genau, ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören, so oder so. Und ja, würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.